Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video. Ich bin jetzt wieder zurück und zwar ist in der Zeit, wo ich kein Video gemacht habe, die Herr der Ringe Serie rausgekommen und 4 Folgen sind jetzt nun zum Anschauen da. Und ich habe natürlich auch mir gleich alle Folgen reingezogen, auch am Anfang, wo die Serie rauskam, habe ich mir gleich alle 2 Folgen direkt reingezogen, weil ich mich so ein bisschen überraschen lassen wollte, wie die ganze Serie rüberkommt. Ne? Ihr wisst ja, ich war sehr misstrauisch zur Serie und habe da auch gar nicht viel von gehalten und jetzt habe ich mir natürlich die ganze Sache auch mal angeguckt und habe jetzt mal der Sache auch eine Chance gegeben, denn es ist schon wirklich ein schwieriges Blatt, würde ich sagen. Es gibt ein paar Dinge, die gefallen mir überhaupt nicht und man merkt halt, dass auch vieles erfunden ist. Ist auch klar, es muss ja auf eine Art und Weise rübergebracht werden, dass auch für viele Leute zugänglich ist. Ne? Wenn man jetzt ein paar Leute ausdenkt, naja, Herrgott, ist nicht ganz so dramatisch und auch wenn man diese Elbengeschichte mit kurzen Haaren und sowas, das gefällt mir auch nicht ganz. Aber sonst im Kern ist die Serie eigentlich recht schön gemacht. Auch die Animationen wirken recht stimmig und gefallen mir eigentlich auch. Und was ich auch sehr loben muss, das ist mir nämlich in den letzten 2 Folgen aufgefallen, und zwar bei Folge 3 und 4, dass tatsächlich die Orks richtig gut aussehen. Da war ich wirklich sprachlos. Die sahen wirklich richtig gut aus. Und ich finde auch gut, dass man so ein bisschen drauf eingegangen ist, dass die Orks tatsächlich so ein bisschen sonnenempfindlich ist. Das hat man in dieser Serie richtig gut verpackt und deswegen kann ich das wirklich nur loben. Also da muss ich wirklich mein großes Lob geben. Was mich aber ein bisschen stört an der Serie, und das muss ich einfach mal offen sagen, ist Galadriel. Die riecht mich richtig auf. Ich weiß nicht warum. Ich kenne halt diese gutmütige, nette Galadriel, ne, aus den Filmen, aus den Büchern. Und hier hat man ja so ein bisschen so eine herrische, böse Galadriel in der Serie und die ist mir total unsympathisch. Ich kann mit der überhaupt nichts anfangen. Also die ist wirklich richtig unsympathisch und ich finde es auch immer, gut, es ist eine Serie, klar, ne? Das war in den Filmen auch so und zwar war es ja so, dass wenn jetzt mehrere Gegner da sind, dass die auch gleich mit einem Schlag alle fertig gemacht werden, ne? Und so. Ja, das ist gut, bei der Hobbit, Legolas konnte das ja auch, der konnte ja auch innerhalb von ein paar Sekunden 60 Orks umbringen. Ja, das sind halt Filme und Serien, das muss halt actiongeladen sein, das ist klar. Aber trotzdem, ich finde das, es ist einfach, es passt nicht so richtig, ne? Und Galadriel als Kriegerin, das kommt auch nicht so, für mich nicht so gut rüber. Der eine, ich sag mal so, die ganze Geschichte mit den ganzen Dörfern und alles richtig gut ausgedacht, auch mit den Hobbits und sowas, finde ich auch recht interessant gemacht. Gerade stellen sich auch manchmal bei einigen Folgen dann doch Fragen, wer ist diese Person, wer ist der mysteriöse Mann, der da vom Himmel gefallen ist. Es wurden aber halt auch viele Dinge ausgedacht, die nicht so dazugehört haben. Aber ich muss wirklich sagen, auch die Stadt Numenor, die ich gesehen habe, die sah auch wunderbar aus. Also das sah wirklich richtig schick aus. Da war ich wirklich sprachlos. Auch die Bevölkerung, das alles, es wirkte einfach so stimmig. Man hat auch so ein bisschen diesen Minas Tirith-Flair drinne gesehen, weil die Bauart war dann tatsächlich so ein bisschen wie bei Minas Tirith. Also im Endeffekt kann man sagen, dass die Serie jetzt nicht eine totale Katastrophe ist. Also ich bin schon anders, also ich bin schon anders an dieser rangegangen, auch sehr, naja, kritisch, muss ich ehrlich sagen, ne? Und ich muss aber trotzdem sagen auch, dass die Serie, es ist keine totale Katastrophe. Für mich ist natürlich der Herr der Ringe doch besser, ist klar, vielleicht auch ein Nostalgiebonus, der drin steckt, aber trotzdem, die Serie hat schon ihre Momente und es sind einige Momente, die mir sehr zusagen. Also es gibt doch den einen oder anderen Augenblick, wo ich wirklich sage, ja, nicht schlecht. Aber es gibt auch tatsächlich Augenblicke, wo ich mir so denke, oh je, was ist denn da passiert? Ne? Es wurden auch viele Leute erfunden und sowas. Ja, das ist normal, aber man möchte ja auch so ein bisschen die Serie verpacken. Es muss ja so ein bisschen serienreif sein. Gut, Elben mit kurzen Haaren, das ist halt erstmal am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, warum man nicht unbedingt diese langen Haare gemacht hat. Das verstehe ich bis heute nicht, weil es wäre doch, glaube ich, nicht mehr Kosten gewesen, wenn man denen jetzt längere Haare verpasst hätte als diese kurzen Haare. Ne? Gut, und wie gesagt, mit den Elrond-Schauspielern und sowas, da gewöhnt man sich dran. Man kennt ja zwar den eigentlich alten Elrond-Schauspieler aus der Herr der Ringe-Serie und aus der Hobbit. Herr der Ringe-Serie, sage ich schon, ich verzeihe. Herr der Ringe Film und Hobbit Film und jetzt auf einmal den, ja, das ist dann alles erstmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber wie gesagt, Animationen ringsrum wirkt alles sehr stimmig, auch sehr schön gemacht alles und deswegen und ich war auch schön, sehr begeistert, dass man Khazad Dûm tatsächlich gesehen hat. Gut, es war sehr grün, wahrscheinlich hat Durin einen grünen Daumen, kann auch natürlich sein, aber soll halt auch ein bisschen wirken. Aber ich habe mich wirklich mal gefreut, Khazad Dûm mal im ganzen Stück zu sehen. Auch mal richtig schön die Zwerge und so. Das war wirklich
einwandfrei, da kann man wirklich nichts sagen. Im Groben und Ganzen ist es keine totale Katastrophe, es ist halt auch für mich kein Meisterwerk. Auch bis jetzt von der Musik her habe ich auch noch keine Gänsehautmomente gehabt, muss ich auch ehrlich eingestehen. Obwohl es auch nicht schlecht ist, um Gottes Willen. Aber wie gesagt, ich denke mal, ich gehe ja zu sehr an diese Nostalgiebrille mit der Herr der Ringe ran, also der Film sozusagen. Und deswegen bin ich da schon ein bisschen blind. Aber trotzdem ist es wirklich keine totale Katastrophe, die Serie. Und ich werde mir natürlich auch jede Folge, jede Woche auch anschauen, auf alle Fälle. Und werde mir die ganze Geschichte nochmal schön anschauen. Also ich bin mal gespannt, wie sich das alles entwickelt. Und ich muss ehrlich sagen, so ein paar Sachen, also ja, diese Diversität, das passt eigentlich nicht so zu Tolkiens Welt normalerweise. Aber da kann man nichts machen. Man muss halt das Beste aus der ganzen Sache machen. Und bis jetzt, wie gesagt, für mich selbst ist es keine totale Katastrophe, aber auch kein Meisterwerk. Aber das ist jetzt nur meine Meinung. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung dazu ist, denn ich bin offen für jede Meinung oder Diskussion. Dann danke ich euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss und bis bald.